Wer zum Teufel ist Daniel Cross? Glaub es oder nicht, er war mal ein Assassine. Der Assassine, so wird es erzählt. Allerdings war er ein Doppelagent, programmiert von Abstergo, um den Orden zu infiltrieren und zu zerstören. Woher wusste er, dass du kommst? Wir könnten aufgeflogen sein. Die müssen gemerkt haben, dass ich ihr Netzwerk hacke und haben Cross geschickt, um nachzusehen. Wenn die wüssten, wo wir sind, wäre es uns bekannt. Aber ich muss sagen, das ist kein gutes Zeichen für künftige Ausflüge. Ich habe da oben Kameras aufgebaut. Wenn jemand kommt, sehen wir es. Ich schlage vor, du suchst einen Anschluss für die Energiequelle. Oder wir gehen zurück zu Connor, wenn du willst. Alle Artefakte der Welt sind nutzlos ohne den Schlüssel. Gut, das haben wir uns schon angehört. Das ist noch von der letzten Aufnahme. Ich habe eine kleine Pause gemacht. Hier sind wir wieder zurück in Assassin's Creed 3. Ja, diesmal brauchen wir auch nicht mehr mit den ganzen Personen reden. Hatten wir schon alles. Dann können wir einfach zurückgehen. Viel Glück, Desmond. Und einfach mal gucken, was denn so auf uns zukommt. Ne? Ich muss hier mal. Die ohnehin brüchige Allianz zwischen der Krone und ihren Untertanen löst sich auf. Und hinter beiden Seiten stecken die Templer und ziehen Fäden. Die Geschichte sagt uns, sie suchen Ordnung durch Kontrolle. Doch wie wollen sie das erreichen? Wer unterstützt sie? Und welche Intrigen wurden bereits gesponnen? All dies muss ich herausfinden. Connor! Denn nur wenn ich meinen Feind kenne, hast du einen Moment? Kann ich hoffen, ihn aufzuhalten. Natürlich. Sieh dir das an. Was ist das? Ein Zheng Bao. Oder Pfeil am Seil, wenn du willst. Eins der vielen Designs, die Shao Yun uns gab. Verzeih. Daran müssen wir noch arbeiten. Kanendoko. Ja, mein Freund. Was führt dich her? Sind alle wohl auf? Vorerst. Wie meinst du das? Was ist denn? Männer kamen und sagten, wir müssten gehen. Das Land sei verkauft worden und die Konföderation hätte zugestimmt. Wir schickten einen Boten, doch sie hörten nicht auf uns. Ihr müsst euch weigern. Wir müssen dem Häuptling gehorchen. Doch du hast auch recht. Wir können die Heimat nicht aufgeben. Hast du einen Namen? Weißt du, wer verantwortlich ist? Man nennt ihn William Johnson. Wo ist Johnson jetzt? In Boston. Er bereitet den Verkauf vor. Verkauf? Das ist Diebstahl! Connor, pass auf. Diese Männer sind mächtig. Was soll ich sonst tun? Ich gab meinem Volk ein Versprechen. Wenn du darauf bestehst, das zu tun, dann such es Sam Adams in Boston. Er kann dir helfen. Was hast du getan? Wenn mein Volk in den Krieg zieht, wird als Zeichen dafür ein Kriegsbeil in einen Pfahl getrieben. Ist der Krieg vorbei, wird es wieder entfernt. Ach, warum nimmst du nicht einen Baum? Wir sind etwas älter geworden, möchte ich mal sagen. Sehr cool. Pfeil und Bogen haben wir dabei. Pistole haben wir dabei. Eine Kriegsaxt haben wir dabei. Jawohl. Wir müssen irgendwo da hinten hinrennen. Ich tappe mal kurz auf die Map. Dort unten. Können wir da nicht... Wir können doch da hinreisen, oder? Nee, ich glaube nicht. Wie kommen wir denn jetzt da nochmal hin? Sind wir überhaupt? So kurz. Jetzt finde ich mich nicht mehr. Wo sind wir hin? Was ist hier los? Wo sind wir hin? Ja, verlassen nochmal. Gehen wir nochmal rein. Okay, hier oben. Grenzland, Schnellreise können wir machen. Dann tun wir doch das mal. Jawohl, wir reisen mal zu diesem Ort. Gucken, was uns da alles erwartet. Dann, wo müssen wir hin? Müssen wir jetzt doch nach hinten? Okay, der portet uns nur
bis kurz vor die Grenze quasi, aber nicht durch. Okay, ja. Ich will hier rein, bitte. Danke. Nochmal ein Ladescreen. Hä, what the fuck? Sollte halt akzeptieren drücken und nicht ablehnen, ne? Ist wahrscheinlich eine bessere Variante. Ich kann auch hier irgendwie mein Gaul rufen, jawohl. Und dann reiten wir einfach mal Richtung Ausrufezeichen. Mal gucken, was da auf uns wartet. Wir müssen natürlich hier Umweg nehmen, können da nicht direkt durchreiten durchs Meer. Funktioniert leider nicht. Ein Schiff haben wir auch nicht dabei. Blöd. Das sieht schon cool aus. Oh, Pferdchen. Bleib nur auf dem Weg. Ja, und jetzt... Vor dieser Folge habe ich mir natürlich die letzte Folge angeguckt, die ich aufgenommen habe. Und musste leider feststellen, dass da mal überhaupt nichts zusammengepasst hat. Video und Audio-File. Das heißt, zum Glück habe ich es noch bemerkt, bevor die veröffentlicht wird. Heißt, ich kann sie nochmal neu hochladen. Ist also soweit kein Problem. Wäre aber blöd gewesen. Das war, glaube ich, das Audio-File von der Aufnahme davor. Ja, hier mit dem Schiff, ne? Mit dem Rumgeld. Ne, oder? Doch, ich glaube schon. Irgendwie sowas. Ein Händler, grüß dich. Und auf jeden Fall war es halt nicht die Audioaufnahme vom Desmond, wo wir hier über die Dächer der Stadt gejumpt sind, sondern eben... Sind das Gegner? Ja, sind Clubgegner. Reiten mal da. Ja. Irgendwie... Oh, moin. Ja, dann war es halt... eine andere Audioaufnahme. Hey, die haben sich voll bekriegt, hey, die zwei. Ist auch mal geil. Auch noch nicht gesehen. Sehr, sehr interessant, was man hier so alles abseits des Weges entdecken kann. Definitiv läuft das Bambi bei uns einfach ins Pferd rein, okay. Man kann natürlich tierisch viel erkunden hier. Man kann die ganzen Spuren lesen. Man kann die ganzen Tiere jagen und häuten. Es ist schon einiges geboten. Definitiv war ja in den anderen Teilen auch so, die ganzen Nebenquests. Also man war schon, es wurde einem nicht langweilig, ne? Das kann man schon definitiv so sagen. Aber auch wie ihr mich kennt, werden wir hier auch nicht 100% spielen. Das haben wir in Far Cry nicht gemacht. Ich habe gesagt, wir machen die Hauptmission und eben die paar Nebenquests, die so uns über den Weg laufen. Aber so an sich linear einfach die Hauptmission. So, wir akzeptieren mal, dass wir da durchreisen können, dass wir ein bisschen weiterkommen. Und ja, dann reiten wir halt einfach mal ein bisschen. Oh. Okay, sie machen mir nichts. Das ist gut. Schon gedacht, die greifen mich jetzt irgendwie an oder so. Aber dem ist ja nicht so. Glücklicherweise, denn das wäre ein bisschen unfairer Kampf geworden, würde ich sagen. Ich glaube, das sind doch zwei, drei Männer mehr als wir. So, spring da drüber. Jawohl, wunderbar. So, das muss jetzt einfach sein. Ja. Ja. Backt sich durch mich durch. Coole Sache, ey. Die dürfen wir wirklich hinterher. Kann man die abschlachten? Diese Angeberei wird den Wachen nicht gefallen. Nee.
So. Aufs Pferd, nicht da, hier. Den Futtertrog. So, weiter geht's. Maisfeld kennen wir ja. Reiten wir einfach mal durch. Und weiter. Jetzt gucke ich mal ganz schnell auf die Karte. Okay. Es ist hier. Das heißt, wir brauchen keine schnelle Reise zu machen oder so. Wir können da ganz getrost ein bisschen hinreiten, ein bisschen uns noch das Städtchen hier angucken. Einfach mal durch die Meute. Jawohl, wunderbar. Geht mal auf die Seite. So. Ich habe natürlich Vorfahrt. Ist ja ganz klar, ne? Wer sonst? So, hier links könnte man... Hier links sehen Sie ein Glücksspiel. Oh. Verdammt. Da können Sie locker leicht Ihr hart verdientes Geld loswerden, so wie wir unsere 32 Pfund. Ist kein Problem. Es ist schneller weg als wie das man bis 3 zählen kann. Aber warum nicht, ne? Wer drauf steht, Geld zu verlieren, kann sich ja da gerne mal melden bei dem jungen Mann. Kann man da hoch? Oh, schade. Gedacht, dieses Pferd kannst du wirklich so richtig Treppen steigen. Und dann könnten wir da hochspringen. So, jetzt können wir da nicht durchreiten, weil die Mongos da rumstehen. Reiten wir halt da oben rum. So, einmal in diese Richtung. Sind wir denn jetzt bald da? Jawohl, jetzt sieht's doch gut aus. So, wir sitzen mal ab und rennen mal dahin. Wir müssen handeln und ich rede von mehr als einer scharf formulierten Protesten. Ah, Connor. Sei gegrüßt. Was führt dich nach Boston? Du. Entschuldigt ihr uns bitte, Freunde? Dank dir. Diese Unterhaltung wurde langsam unangenehm. Nun, was kann ich für dich tun? Ich hoffte, du hilfst mir bei der Suche nach William Johnson. Natürlich. Ich bin auf dem Weg zu einem Treffen mit Männern, die dir helfen können. Warum kommst du nicht mit? Es ist schön zu sehen, dass die Menschen sich endlich gegen das Unrecht erheben. Sagt ein Mann, der eine Sklavin besetzt. Wen? Sorry? Ich stehe zu meinem Wort, mein Freund. Sie ist keine Sklavin, sondern eine freie Frau. Zumindest auf dem Papier. Manche Menschen ändern sich nicht so schnell. Es ist tragisch, dass wir trotz allen Fortschritts festhalten an dieser Barbarei. Dann sprich dich dagegen aus. Wir müssen zuerst unsere Rechte verteidigen. Ist dies geschehen, werden wir uns um diese Probleme kümmern. Du sprichst, als sei deine Situation vergleichbar mit der der Sklaven. Ist sie nicht. Sag das meinem Nachbarn, den man zwang, britische Truppen unterzubringen. Oder meinem Freund, dessen Geschäft geschlossen wurde, weil er die Krone verärgerte. Diese Leute sind nicht freier als... Hey! Es ist mein Haus! Egal, was ihr Steuereintreiber sagt! Wenn diese Narren meinen Besitz wollen, sollen sie selber über den Teich segeln und ihn sich holen! Darüber wird nicht diskutiert. Jetzt öffne die Tür oder meine Männer werden sie eintreten. Na, genug. Wir kommen rein. Ich schätze, das Offensichtliche ist Beweis genug, Connor. Geh nur weiter. Ich treffe dich an unserem Ziel. Könnte etwas Hilfe brauchen. Lol, ich lauf da nur hin und er gibt mir schon eine. Aufs Maul, du Assi. Endlich Gerechtigkeit! Soll der Gouverneur ruhig mehr schicken? Bist du wohl auf? Bin ich. Ist nicht mein erster Tanz. Trotz der Zähne und Klauen dieser Rotfüchse kämpfen sie wie Welpen. Vielen Dank, mein Freund. Ich würde dir ein Ale ausgeben, doch ich werde leider erwartet.
Ja, alles klar. Hier gibt's ein bisschen noch Small. Hey. Gehst der weg? Hey. Gehst der vielleicht weg? Seht ihr, wie? Kaum ist da jemand tot, kommen schon wieder die Geier und wollen die hier meine Beute stehlen. Ich glaube, ich spinne. Kann auch nicht sein. Bitte. So, jetzt könnt ihr kommen. Und ihr könnt blindern. Und du da draußen am Monitor, du kannst nächste Folge wieder mit reinschauen, wenn es weitergeht. Bei Assassin's Creed 3. Ich bin raus, jemand sieht sich. Ciao.